Ja, willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich probiere es gerade mal so ein bisschen aus mit Facecam. Also ich, okay, waren wir schon. Hallo? Nein. In die andere Richtung. Irgendwie. Hallo? So in die Richtung. So, wir hatten beim letzten Mal. Ich weiß gar nicht, was hatten wir beim letzten Mal? Achso, die Bücher müssen wir noch finden. Die Bootsteile. Ich glaube, die Monumente, die hatten wir, glaube ich, jetzt schon gefunden. Und wir sind weiter krank, sind wir. Also wir fühlen uns nicht gerade sehr besser. Schon überall diese blauen und grünen Flecken. So. Wo? Moment, ich schau mal eben auf die Karte. Ich bin total verwirrt. Mega verwirrt. Verwirrt. Mal durchs Fernglas gucken, ob ich irgendwo noch ein Buch sehe. So, wo haben wir denn noch ein... Hallo? Wo haben wir denn noch ein Buch, was wir noch nicht haben? So. Und schauen noch mal in die Richtung. Und die Vögel zwitschern uns ins Öhrchen. So. Okay, das... Da sehen wir anscheinend nichts. Und, ich glaube, ich muss die... Ich glaube, ich muss die Facecam-Aufnahme, glaube ich, abbrechen, weil... ja... Ich muss mal gucken, wie ich das Ganze handhabe, ob ich da vielleicht irgendwie mal demnächst mal Facecam, wie ich das mache. Muss ich mal gucken, keine Ahnung. Ja, weil das funktioniert jetzt nicht so toll. Vielleicht muss ich mir auch ein anderes Aufnahmeprogramm organisieren für, zum Aufnehmen der, Facecam. Egal, wir spielen trotzdem jetzt erstmal weiter. So, wo ging's denn jetzt wieder runter? War das hier? Oder sollen wir... Ah, hier war das, ne? Hier kamen wir, glaube ich, runter. Juhu! Ja. So, und erstmal vielen lieben Dank an alle, die da gewesen sind, auch wieder in der Let's Play Live Show. Und, ja, Everybody's Gone to the Rapture läuft ja auch momentan parallel. Das war auch echt ein geiler Abend mit euch, muss ich sagen. Haben mir sehr viel Spaß gemacht wieder. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir erstmal weiterkommen und weitere Bücher finden, um die Geschichte der Stadt zu komplettieren. So, und wir müssen natürlich für Taco etwas finden, um die... Insekten fernzuhalten. Ist ja unsere nächste Aufgabe. Das ist wieder ein Überlebenspaket. Ich müsste aber erstmal, wie gesagt, ich würde gerne erstmal, bevor ich storymäßig weitergehe, würde ich gerne erstmal... ja, wie gesagt, die ganzen Geschichten der Stadt organisieren, dass wir da weiter, dass wir dort weiter dann halt verstehen, was mit der Stadt passiert ist, dass wir da mal ein bisschen drüber grübeln können. So. Ich weiß natürlich, dass wir auch wieder hier rauf müssen, aber ich glaube, so ist es, glaube ich, am angenehmsten. So, warte mal, wo müssen wir? Ich glaube, wir müssen wir hier lang? Oder müssen wir da? Nee, ich glaube, wir müssen hier weiter runter. So. Oder? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich habe schon mal die Orientierung verloren. Und der Wind bläst uns wieder in die Ohren. Schon wieder so windig ist. So. So, dann gehen wir mal runter. Ich glaube, ich habe unser Boot schon gesehen. Ich glaube, da unten steht, genau, da unten steht unser Boot. Sehr schön. So, da müssen wir mal gucken, wo wir noch nicht waren. Ich schaue mal auf die Karte mal ganz schnell. So, wir müssen in... Moment, welche Richtung ist da?
In die Richtung müsste das sein. Da waren wir noch gar nicht gewesen. Ziemlich in der Mitte der Karte. Huch. Was war das denn? Ja, die Richtung ist gut. Hallo, Framerate? Ich habe jetzt so ein bisschen in der... Hallo? So ein bisschen in der letzten Zeit das Gefühl, dass mein Controller irgendwie den Geist aufgibt. Ich weiß gar nicht, warum. Der macht irgendwie manchmal selbstständig Sachen. Ich hoffe natürlich nicht, dass ich mir schon wieder einen neuen Controller holen muss. Ah, guck mal hier, ein Boat-Upgrade. Sehr schön. Und es fängt schon wieder an zu regnen. Na, super. Ganz großes Kino. Na, wer hätte das denn gedacht? So, wir suchen natürlich erstmal wieder alles ab. Waren wir hier schon? Bin mir da gar nicht so sicher. Ich schau mal eben auf die Karte nochmal. Hier links waren wir noch gar nicht. Gehen wir erstmal... Uah! Uah! Fahren wir natürlich erstmal hier lang. Hier ist ganz schön eng. Wo? Eng ist ein dehnbarer Begriff. So, was haben wir hier? Ein Boot-Upgrade vielleicht? Nein, sieht nicht danach aus. Okay, verdammt, wo sind denn die letzten... Wo sollen denn die letzten Bücher sein? Ich glaube, wir müssen dann noch so 5 oder 6 Stück suchen. So. So, ein bisschen Ausschau halten. Ich glaube aber, hier waren wir schon, oder? Ich glaube, ja. Es kommen alles sehr bekannt vor. Ich sehe auch gerade nichts leuchten oder so, was irgendwie den Anhaltspunkt gibt, dass da vielleicht was sein könnte. Ich fahre nochmal mit dem Boot jetzt in die Richtung. Oh, die Delfine wieder, schön. War das der Wal oder war es ein Hai? Boah, sieht das cool aus. Alter Schwede. Ich schaue nochmal eben schnell auf die Karte. Okay. Unten rechts in dem Bereich waren wir auch noch nicht gewesen. Wenn wir mal in die Richtung fahren. Hier ist ja der Turm mit der Uhr, wo unser Bruder liegt. So. Genau die Richtung ist das. Entschuldigung, wenn ich mal, wie gesagt, so regelmäßig auf die Karte gucke, aber ich muss mich ja ein bisschen orientieren, weil ihr kennt mich ja. Da waren wir schon gewesen. Das war ganz am Anfang des Spiels. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Waren wir auf dem Gebäude schon? Hey, ein Boot-Upgrade. Juhu. Sehr schön. So. Boah, und wie alles das runter... Oh, ein Rochen. Und wie das alles so runtergekommen ist, das ist unglaublich. Bin sehr gespannt. Okay, hier waren wir noch nicht gewesen. Zumindest laut Karte. Hier drin vielleicht irgendetwas? Nein, kein Boot-Upgrade, kein Buch. Jetzt geht die große Reise los. Ich weiß gar nicht, waren wir da oben schon gewesen auf diesem Gebäude? Hallo? In die Richtung sollte ich nochmal fahren. Und dann mich vielleicht ein bisschen hier an diesem Gebäude orientieren.
Hat auch einen gewissen Flair von The Last of Us, muss ich sagen. Aber nur so ein bisschen. Gut, in Last of Us war natürlich nicht alles überschwemmt, aber von den Gebäuden her so kommt das auch schon sehr nah dran. Da war ja auch so eine postapokalyptische Stadt gewesen. Hier waren wir, glaube ich, schon gewesen. Ich glaube, ja, ich glaube, da waren wir schon. Schnell auf die Karte gucken. Rechts vielleicht nochmal lang. Okay. Das ist natürlich jetzt verdammt schwierig, da natürlich die letzten Bücher auch zu finden, aber nun gut, ihr kennt mich ja. Ich würde es doch schon gerne herausfinden. Und mein Controller spackt schon wieder rum. Manchmal bewegt er sich automatisch im Kreis, also die Kamera. Das ist nicht gut. Ich glaube, der gibt so langsam den Geist auf. So, da ist das Krankenhaus, da waren wir. Ich nehme mal das Fernglas, mal gucken, ob ich irgendwas noch entdecken kann. Okay. Anscheinend nicht. Boah, puh, wo sollen denn hier vielleicht noch irgendwie ein Boot-Upgrade oder so? Da war aber gerade ein Delfin, der sah noch gut aus. Also sah zumindest danach aus. So, fahren wir mal nach oben rechts. Vielleicht ist da noch irgendetwas, wo wir noch nicht waren. Oder zumindest, wir da was übersehen haben. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist schön. Ja, da kann man immer wieder mit den Freunden spazieren gehen. Da ist auch nichts. Verdammt. Ich habe ja mindestens gedacht, dass man irgendwie mal auf die großen Häuser draufkommt, aber ich glaube nicht. Alter Schwede. Huch, was war das denn? Bin da gespannt, ob wir noch die anderen Tiere müssen wir ja auch noch finden, die anderen Kreaturen. Schauen wir noch mal eben auf die Karte. Okay. Dann fahren wir mal hier einen Bogen. Da ist ein Boot-Upgrade. Haha. Gut, dass ich hier lang gefahren bin. Sehr schön. 14 von 26. Damit fährt mein Boot länger schnell. Aber wie ich schon sagte, ich glaube, das brauchen wir nicht. Na toll, und jetzt fängt es auch noch an zu pissen. Oh, und es wird auch noch so diesig und nebelig. Jetzt sieht man gar nichts mehr. Waren wir hier schon? Ich glaube, da waren wir noch nicht gewesen, ne? Gehen wir mal hier rauf. Und ein neues Überlebenspaket hinzugefügt zur Karte. Rowley Hotel. Ja, dann wollen wir mal. Also auf dem Gebäude waren wir noch nicht gewesen. Ich hoffe mal, dass wir hier noch ein paar Bücher finden werden. Vielleicht so drei Stück oder so. Das wäre natürlich sehr nice. Bis jetzt gibt es nur eine Richtung an Weg. Natürlich überall hin. Was wollen die? Wir wissen ja immer noch nicht, wer das ist, ne? Also irgendwie haben die sich bei uns noch nicht vorgestellt. Hallo? Die springen auf jeden Fall ins Wasser, okay. Das ist ja krass. Kommen wir hier rum? Kommen wir nicht, ne? Nee. Okay.
Alter Schwede, hängen die da einfach mal an den Häusern dran? Die machen mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Hallo? Bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht mit dem Spiel. Wir wissen ja, wie gesagt, immer noch nicht, was auch mit den Einwohnern passiert ist. Könnten natürlich jetzt Vermutungen anstellen, dass das vielleicht ein Einwohner war der Stadt. Dass sie sich vielleicht, ja, in Kreaturen verwandelt haben. Durch ein, vielleicht ein Virus oder sowas hier. Oder, ja, irgendwie eine Krankheit. Vielleicht durch das verseuchte Wasser. Man weiß es nicht. So, wir kommen hier runter. Da ist ein Buch. Das sammeln wir uns natürlich erstmal ein. Hallo? Okay, wie ich schon sagte, mein Controller gibt den Geist ein wenig auf in der letzten Zeit. So, da haben wir wieder... Okay, alle Menschen grün. Alle, die ganzen Städte sind grün. 53 von 60. Okay. Schauen wir schon mal um, da können wir auch lang klettern. Da ist nochmal Lebenspaket, da hinten. Na, vielleicht ist da oben noch irgendwas. Schau mal krass. Uah. Alter Schwede, ist das hoch. So. Geht weg, ihr Tauben. Lalalala. Lalalala. So, jetzt aber. Auf der Mauer, auf der Lauer, siehst du eine kleine Wanze. Okay, nach unten kommen wir nicht, aber nach oben. Da kommen wir auch hin. Und wir kommen dahin. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir denn als erstes hin? Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach hier links oben. Viele Wege führen nach Rom. So. Mann, ich bin so gespannt auf die Geschichte des Spiels. Jawohl, ein weiteres Buch, ein weiterer Teil der Geschichte der Stadt. Sehr schön. Okay, 54 von 60. Was heißt noch, 6 Bücher müssen wir noch finden. So. Sauber, sehr schön. Freue ich mich natürlich und ich hoffe natürlich du auch, dass wir das Buch gefunden haben. Und die Musik läutet uns wieder ein. Schön atmosphärisch hier wieder. Passend zum Spiel. So. So, dann müssen wir einmal einen Bogen klettern. So, jetzt aber. Ab nach oben. Alle hopp. Und alle hopp. So. Sehr schön. Da wären wir auch schon oben und da ist noch ein Buch. Sauber. Sehr geil. Sehr nice. Uah. Wie kommen wir denn... Okay. Müssen wir außen rum klettern. Ich möchte gerne einmal kurz hier gucken. Okay, hier ist noch ein Überlebenspaket. Kann man das markieren? Hallo? Wieso markiert er das nicht? Okay, er markiert es anscheinend nicht, warum auch immer. Da scheint aber nichts mehr zu sein. Ich versuche mal ein bisschen weiter wegzugehen von der Bücherseite aus vielleicht. Ich vermute mal, dass wir hier hinkommen zum Buch. Hallo? So.
Hinauf, hinauf. So. Naja, markiert es irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Schade eigentlich. So, jetzt brauchen wir noch 5 Bücher. Die Frage ist natürlich, wo finden wir diese 5 Bücher? Es wäre schön, wenn es mal wieder schön Wetter geben würde. Weil dann könnte man noch ein bisschen mehr sehen. Naja, nun gut. So. Na, brauchst nicht da hängen, kannst auch oben drauf laufen. Sehr schön. So. Kommen wir. Ne, da kommen wir gar nicht rüber. Ey, Moment, wo ging's denn? Achso, nach oben ging's. Genau, stimmt ja. Ich vergaß. So. Würde ich sagen, sammeln wir ruhig mal dieses Paket ein. Sind ja nur noch 5 Bücher der Stadt. Und schauen wir mal. Oh, ein Insektenspray. Das können wir gut gebrauchen, um die Insekten von Taco fernzuhalten. Das ist super. Da sprühen wir jetzt erstmal ein bisschen rum. So. Was? Das werden ja immer mehr. Das werden ja immer mehr, Alter. Ja, mein Gott. Oh. Und jetzt schlafen wir eine Runde und wir sehen schon, ja, die ganzen Merkmale an den Armen und Beinen sind, ja, wie soll ich sagen, werden immer mehr. So. Ihm geht's immer noch nicht so besser. Ich muss Tacos Wunden säubern. Okay. So. Hui. Ich würde sagen, Tacos Wunden säubern wir in einer weiteren Folge Submerge. Schaltet ihr auch wieder fleißig ein. Ich würde mich freuen. Also, macht's gut. Ciao.